Ja, herzlich willkommen wieder im Studio. Wir begrüßen Couch Sofa, der uns jetzt etwas in seinem Talk zu Audiokompressoren sagen wird. Der Soundcheck war schon vielversprechend. Genau, noch ein bisschen sortieren. Dann würde ich sagen, viel Spaß. Ja, danke schön. Willkommen und schön, dass ihr es so zahlreich geschafft habt. Ihr dürft auch jetzt schon gerne klatschen. Dankeschön. Es ist gestern Abend irgendwie ein bisschen spät in der Lounge geworden. Der Bobo PK und Konsorten haben da noch gut eskaliert. Deswegen habe ich mir ein bisschen Flüssignahrung und Beeren mitgebracht, damit meine Stimme nicht gleich komplett verschwindet. Dafür habt ihr jetzt auch schön viel Bass in meiner Stimme. Ja, also dieser Talk ist eigentlich entstanden, weil ich habe mal einen Talk hier darüber gehalten, wie ich Live-Sets baue und die ganze Musiktheorie dahinter. Und ganz am Ende bin ich dann so ein bisschen auf meine Mastering-Chain eingegangen, die ich bei den Live-Sets immer noch mitlaufen lasse. Und habe irgendwie so ganz am Rande erwähnt, ja, da sind zwei verschiedene Typen von Kompressoren drin, die machen Parallel Compression. Und um das jetzt zu erklären, bräuchte man eigentlich nochmal einen eigenen kleinen Talk. Und dann haben sich danach noch einige gemeldet und meinen so, hey, willst du das vielleicht mal machen, weil irgendwie ich kann Elektrotechnik, aber so Audiokompressoren in Digital Audio Workstations, in DAWs, sind für mich irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar und irgendwie ein bisschen Magie und kannst du da vielleicht mal drüber reden? Und ja, so ist dieser Talk entstanden. Und der ist komplett in Ableton, ich habe keine Slides, kein Death by PowerPoint. Und ganz, ganz viel Bassmassage, weil man einfach die ganzen Effekte, glaube ich, ganz gut damit demonstrieren kann. Ja, ganz grob, was ein Kompressor macht, der ist eigentlich einfach nur ein Dynamikprozessor und regelt den Dynamikumfang und damit die wahrgenommene Lautstärke. Talk vorbei. Jetzt wisst ihr eigentlich schon alles, was ihr wissen müsst. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Es hat so ein paar Tücken. Und es fängt eigentlich schon damit an, dass mir jemand gesagt hatte, der Sebastian, so, hey, pass mal auf, wenn du irgendwie Nerds Kompressoren erklären willst, kannst du das eigentlich total super anhand einer Übertragungsfunktion machen, weil das verstehen die alle, das können die irgendwie. Gerade so die E-Techniker, die kennen das. Und was ist eine Übertragungsfunktion? Das heißt, ich mappe einfach Lautstärke auf Lautstärke. Und wenn ich nichts habe, dann habe ich einfach eine Gerade da drin. Und wenn ich jetzt diese Kurve beeinflusse, dann mache ich, naja, eigentlich Verzerrung. Weil das Erste, woran ich denke, wenn ich mir eine Übertragungsfunktion vorstelle, ist ein Wave Shaper. Der macht nämlich genau das. Und da habe ich so eine kleine Kostprobe hier und ich hoffe, man sieht das auch ganz gut. Ja, sehr schön. Und ein Spektrogramm. Jetzt gibt es erstmal einen schönen Sinus. Oh. Man sieht auch schon, hier ist der hauptsächliche Peak, das dahinter ist irgendwie so ein bisschen, was noch im Synthesizer passiert, weil der ist halt digital und nicht komplett analog und die FFT ist jetzt auch nicht besonders lang. Aber so man sieht, das ist irgendwie bei minus 84 dB, also da ist ganz, ganz viel dazwischen, das ist fast ein reiner Sinus. So, und ja, jetzt schalte ich einfach mal diesen Kompressor ein. Ihr seht, der hat hier so eine Übertragungsfunktion, ja, die geht hier noch schön linear und dann macht die hier auf einmal so einen Knick. Und die Compression Ratio, also das heißt, wie viel ich komprimiere, das ist ein Verhältnis, das gibt dann die Steigung dieser Geraden an, ist unendlich. Und bei unendlich hört sich das ungefähr so an. Und jetzt sieht man hier schon ganz schön diese ganzen Obertöne, die dabei entstehen. Und zum Vergleich habe ich noch meinen Wave Shaper hier drin, den hören wir uns jetzt auch kurz an. Also ihr seht, da entstehen auch wieder Obertöne. Die gute Nachricht ist, es ist harmonische Verzerrung, die klingt nicht so schlimm. Aber eigentlich will ich ja keine Verzerrung drin haben. Ich will ja eigentlich möglichst mein Originalsignal haben. Und vor allem, gut, warum passiert das überhaupt? Also wir haben es jetzt im Spektrum gesehen. Ich glaube, man kann das nochmal ganz gut darstellen. Ich habe die beiden Waveforms mal rausgerendert. Und man sieht jetzt hier, das ist der Kompressor. Und das war mal ein Sinus, ne? Der hat mal so ausgesehen hier.
Und jetzt sieht der so aus. Das kann man sich vielleicht schon mal so erklären, dass diese Übertragungsfunktion nimmt ja jetzt leise Signale und macht sie laut. Und genau genommen sind das hier ja leise Samples, die ich jetzt lauter mache. Und das kann man hier schon mal ganz gut sehen. Und das gleiche macht auch der Wave Shaper, der macht das nur ein bisschen extremer. So, jetzt will ich aber trotzdem Kompressoren benutzen, ohne dass sie verzerren, weil ich will ja dieses Werkzeug dazu benutzen, um den Dynamikumfang einzuschränken, damit einfach Signale lauter klingen. Und was man mit Kompressoren auch noch gut machen kann, ist so ein bisschen, wenn man verschiedene Instrumente hat, verschiedene Signale oder wie ich es in den Live-Sets habe, da habe ich halt verschiedene Tracks, die von verschiedenen Leuten gemastert wurden, einfach alles nochmal so ein bisschen zusammenbringen, so ein bisschen unter eine Haube. Also was man auch schon mal gerne macht, ist in einem Mixdown einen Hall, alles auf alles, was man hat, einen Hall legen, den sehr, sehr leise machen, nur ein bisschen reinmischen, damit sich das so psychoakustisch anhört, als wäre das in einem Raum alles, die ganzen Instrumente, weil die sind ja irgendwie hauptsächlich dann digital entstanden oder getrennt aufgenommen oder in verschiedenen Studios. Und dieses Zusammenbringen kann man auch super mit Kompressoren machen oder eben damit man im Wettbewerb mithalten kann, weil alle immer lauter werden wollen, ohne dass man halt klippt. Ja? Man hat irgendwie, man kann ja nur bis 0,3 oder 0,1 dB, weil so ein bisschen Headroom braucht man dann auch immer noch. Nochmal ein anderes Thema. Ich werde jetzt keinen weiteren Talk prophezeien. Aber so ein bisschen Headroom braucht man dann immer noch und dann kann man halt lauter werden, indem man einfach den Dynamikumfang einschränkt. Das hört sich dann halt lauter an. Nicht unbedingt besser, aber lauter. Genau. Und wie kriegen wir jetzt diese Verzerrung in den Griff? Und eine Möglichkeit ist, naja, ihr habt ja gesehen, der Kompressor greift sofort auf diese Flanken von diesem Sinus an. Und eigentlich ist das ja viel zu heftig, das brauche ich gar nicht. Was ich eigentlich möchte, ist ja, dass der, wenn ich jetzt irgendwie Signale habe wie einen Kick oder eine Snare oder sowas, dann möchte ich ja eigentlich, dass der so ein bisschen diese Transienten mitgeht, die viel, viel in der Zeitachse viel, viel länger sind als die einzelnen Schwingungen der Wellenform. Und deswegen hat ein Kompressor Attack und Release. Was macht Attack und Release? Naja, das ist wie so ein, wer Synthesizer kennt, kennt ADSR. Das sind so Envelope Generator. Und die machen einfach so eine Hüllkurve praktisch darüber. Und das macht der hier auch. Der macht über die Position, wo wir uns jetzt hier auf dieser Kurve befinden, wie viel wir komprimieren, einen ADSR drüber und als Input-Signal für den ADSR nimmt er das Signal, was ich komprimieren will, was reingeht. Und das hört sich dann ungefähr so an. Also wir merken schon, ich habe hier auch weniger Compression drin, nicht unendlich viel, sondern nur 1 zu 4. Ist auch ein bisschen realistischer. Das ist auch so ein Punkt, man will eigentlich gar nicht, meistens nicht unendlich komprimieren, dann hat man einen Limiter. Und dafür gibt es eigene Kompressoren, die heißen Limiter und die haben dann meistens nochmal die sind ein bisschen dafür optimiert, zeige ich auch ganz am Ende nochmal. Deswegen so 1 zu 4 ist eigentlich schon eine realistischere Compression Ratio. Und man sieht auch, schön im Spektrum, es verzerrt noch, aber die Obertöne, die dabei entstehen, sind nicht mehr ganz so laut. Ja, die sind ja jetzt so bei minus 60 dB ungefähr. Und man sieht das auch so ein bisschen in der Wellenform hier. Ja, das ist die komprimierte rausgerendert. Die sieht viel sauberer aus, ja. Da habe ich nicht diese ganzen Peaks, die da noch dazukommen, diese ganzen Bumps, diese ganzen Obertöne. Und genau, das, dadurch werden die Harmonics wieder leise. Jetzt habe ich das schon so ein bisschen in den Griff bekommen. Wofür das auch ein super Tool ist. Wir haben jetzt einfach nur so die ganze Zeit so einen Sinus da drauf gejagt. Das ist ganz toll, um jetzt so ein bisschen die Funktionsweise und diese Obertöne und das alles zu demonstrieren. Aber realistischer ist jetzt eher irgendwie Instrumente da drauf zu legen. Und da kommt auch so die Hauptanwendung eigentlich. Viel wird man es einsetzen zum Transient Shaping. Was das ist, ich habe hier einen Kick, das ist ein 808, den kennen vielleicht die meisten. Das ist so ein alter Drumcomputer. Und den kann ich jetzt einfach mal abspielen hier. So,
So hört er sich an, wenn der quasi direkt da rauskommt und Moment, ich mach mal den Kompressor aus. So hört der Kick sich selber an. Und jetzt schalte ich den Kompressor dazu. Der ist jetzt hier, der komprimiert ziemlich hart, damit man es gut hört, also 10:1. Und was man hier jetzt sieht, ist diese Envelope-Kurve, die der Kompressor fährt. Und man sieht auch schon schön, ich habe Attack ist auf 0, Release ist auf 0. Das ist im Prinzip genau das, was wir ganz am Anfang hatten, wenn der richtig hart komprimiert und übersteuert. Ich kann auch nochmal das Spektrum so ein bisschen hier unten mit dazu nehmen, dass man das vielleicht auch sieht zum Vergleich. So, und jetzt sieht man schön hier, wie der Kompressor direkt anspringt, wenn der Kick kommt. Und dann auch schnell, wenn das Signal wieder leiser wird, der Kompressor auch wieder zurückgeht. So, und was ich jetzt machen kann ist, ich schraube jetzt einfach mal so ein bisschen die Attack hoch. Und dann werdet ihr hören, wie sich die Kickdrum verändert, wie die auf einmal komplett anders klingt. So. Also was man hört ist, die Attack, dass wenn die Kickdrum anfängt, dieser Klick am Anfang, der kommt viel stärker durch, weil der Kompressor erst danach anfängt zu greifen. Und jetzt kann ich noch mit dem Release das gleiche machen. Ich fahre das jetzt auch mal langsam rein. Und da seht ihr auch schön, diese Kurve hier wird immer länger, weil der Kompressor einfach, selbst wenn das Signal runtergeht, durch dieses Release einfach noch in dieser Compression drin bleibt und das Signal weiter leise macht. Dadurch wird auch wieder der Transient im Endeffekt lauter. Und so kann ich einen Kompressor für Transient Shaping benutzen. Also wenn ich jetzt eine Kickdrum habe, die einen ganz lauten Klick hat, aber kaum Sustain hinten dran, dann kann ich damit diesen Sustain wieder anheben und habe dann wieder ein ausgeglichenes Instrument, also eine ausgeglichenere Kickdrum, einen ausgeglicheneren Sound. Und das ist auch so ein bisschen die Kunst, wo ich erstaunlich schlecht drin bin, ist diese Envelopes einzustellen. Also ich tue mich da irgendwie extrem schwer, das zu hören und mache das wenig nach Gefühl. Ich gehe da meistens hin. Ich habe nachher auch noch mal einen Track, wo ich das noch mal ein bisschen demonstriere und gucke mir dann die Waveforms an. Und ich kann ja hier reingehen und kann dann hier irgendwie Teile markieren und mir dann unten anzeigen lassen, okay. Also es verschwindet jetzt, wenn ich hier hingehe, aber hier unten steht das dann, wie lang eigentlich diese Segmente sind. Und damit kann man halt auch sehr analytisch vorgehen und wunderbar die Kompressoren einstellen. Und ja, ich tue mich da meistens etwas einfacher, mit visuellen Konzepten Audio-Sachen umzusetzen. Genau, das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo man Kompressoren anwendet, um Transient Shaping zu betreiben für Drums oder auch für Synthesizer. Wo man es auch noch verwendet und wo es auch viel in der Analogtechnik, in analogen Mixdowns verwendet wurde, das nennt sich in Ableton der Glue Compressor. Das ist im Endeffekt ein Modeling-Kompressor, der nach einem Hardware-Kompressor emuliert, und zwar ein SSL 4000 G-Serie. Den Audioingenieuren von euch wird das vielleicht was sagen und jetzt ein bisschen warm ums Herz werden. Das ist ein super Basskompressor, den man halt schön auf seinen Channel Strips haben kann oder auf seinen Mix-Basses, und der bringt einfach den ganzen Mix so ein bisschen zusammen. Und den kann ich jetzt auch nochmal vorstellen hier, also ohne, hört das sich so an. So. Naja, hört sich genauso an. Warum? Naja, ich habe noch eine Einstellung vergessen, die habe ich noch gar nicht erklärt. Und das ist der Threshold. Weil ich kann dem Kompressor auch noch sagen, ab wie viel Lautstärke er überhaupt erst reagieren soll. Und das ist dieser Knob hier, den werde ich jetzt mal so langsam runterdrehen. Und dann werdet ihr merken, dass der auf einmal der Kompressor angreift. Das seht ihr dann auch, wenn diese Nadel anfängt, sich zu bewegen. So, jetzt ist das Signal aber erstmal leiser geworden. Warum ist es leiser geworden? Naja, der Kompressor macht die lauten Sachen leiser, also das Signal leiser,
und schränkt damit dadurch, dass die lauten Sachen jetzt leiser geworden sind, den Dynamikumfang an. Jetzt mache ich das Signal am Ende aber einfach wieder genau um diesen Wert, um dass ich es leiser gemacht habe, lauter. Also ich hebe das gesamte Signal an und dadurch habe ich den Dynamikumfang reduziert, habe aber dennoch wieder die gleiche Lautstärke wie am Anfang und es hört sich lauter an, weil ich eben weniger Dynamik habe, weil die leiseren Sachen lauter geworden sind, ohne dass ich klippe. Und ich habe eben gesehen, der ist hier ungefähr so bei 6, hat er gepiekt. Das stelle ich jetzt hier auch mal ein, dass ich wieder Numpad an, dass ich wieder 6 dB lauter mache. Und jetzt können wir uns mal wirklich den Unterschied anhören mit ungefähr gleicher Lautstärke. Das ist ohne und mit. Ich hoffe, man kann so ein bisschen den Unterschied hören. man braucht da schon irgendwie ein relativ gutes Gehör für, um das genau die Unterschiede rauszu können. Aber es ist auch so, analytisches Hören kann man auch super trainieren. Genau. Was dieser Kompressor auch noch hat, abgesehen davon, dass er schick aussieht und einen tollen Klang macht, weil er versucht, einen Hardware-Kompressor zu emulieren, ist, er hat Softclip. Und das lässt schon so ein bisschen darauf vermuten, was eigentlich bei diesem Kompressor passiert. Weil Hardware-Kompressoren sind Analogtechnik und Analogtechnik verzerrt viel, viel angenehmer fürs Ohr als Digitaltechnik. Es hört sich einfach wärmer an, es hört sich besser an, es kann sich auch richtig scheiße anhören, aber das liegt dann meistens daran, dass die Leute, die Schaltkreise gebaut haben, keine Ahnung hatten, die Sachen haben sich dann nicht durchgesetzt. Aber diese Romantik für alte Analog-Hardware kommt halt daher, dass es meistens Sachen sind, die sich bewährt haben und die wirklich so gebaut wurden, dass sie auch richtig gut klingen. Und genau, deswegen klingt dieser Kompressor auch so toll, weil der verzerrt das Signal genauso wie die anderen Digitalkompressoren auch. Natürlich habe ich das Ganze in den Griff bekommen mit ADSR und mit Threshold, dass ich halt gesagt habe, okay, ich möchte überhaupt gar nicht so viel komprimieren, ich möchte nur ab einem bestimmten Punkt anfangen zu komprimieren. Aber der hat auch nochmal Softclip, das heißt, wenn ich das Signal nachher lauter mache, dann versucht der quasi analoge Verzerrung, wenn ich einen Analogmixer über die Null treibe, beim Digitalmixer habe ich digitale Verzerrung, das klingt schrecklich. Beim Analogmixer kann man das schon mal nochmal so 1-2 dB machen, das klingt dann sogar ganz nett, weil es so ein bisschen wärmer wird, wenn die Schaltkreise gut sind. Und das versucht er hier auch nochmal so ein bisschen zu emulieren und ich kann mal versuchen, den da rein zu pushen. So. Jetzt. Also man sieht hier auch schön diese Obertöne, die entstehen, aber es sind nicht mehr ganz klar definiert diese einzelnen Sinusschwingungen, die da reinkommen, sondern es hat halt irgendwie so ein bisschen Shaping drin und das ist eben genau die Modellierung dieser Hardware-Kompressoren. Ja, ich habe eben schon Limiter erwähnt. Ein Limiter ist im Endeffekt auch ein Kompressor, der eine unendliche Ratio hat. Also der hat halt diese Übertragungsfunktion, fängt halt an und ist dann komplett steil. Beim normalen Kompressor kann ich meistens an diesem Übergangspunkt noch so ein bisschen so eine Ausrundung einstellen. Das macht das Ganze dann auch nochmal ein bisschen angenehmer fürs Ohr. Ihr seht aber auch schon dieser Limiter hier, der hat wesentlich weniger Einstellungsmöglichkeiten eigentlich als ein Kompressor. Und das liegt daran, dass der vieles einfach automatisch macht und eigentlich ein ganz, ganz hart eingestellter Kompressor ist. Was der macht, ist, der wartet einfach, bis das Signal quasi bis zum Ceiling geht. Also das, wo ich gesagt habe, das ist mein Maximum. Alles, was da drüber geht, ist mein Headroom. Ja, das ist das, was ich noch übrig haben will für Kompressionsalgorithmen wie MP3 oder Intersample Peaks sind auch so eine Sache, also so 0,1 dB Headroom sollte man schon haben, sollte man aber auch wissen, was man tut. Und alles, was da drüber kommt, macht er einfach direkt leiser, der Limiter. Das sieht man auch hier an diesem Balken, ich demonstriere das gerade mal kurz. So, jetzt fange ich an, das mal ein bisschen rein zu pushen, das Signal lauter zu machen. Jetzt sieht man, aber es klingt gar nicht so schlimm. Ne? Ich habe jetzt irgendwie schon über 8 dB da reingepusht, aber die Verzerrung ist gar nicht so laut. Das liegt daran, dass der hier ganz viele Einstellungen automatisch regelt und das im Prinzip ein optimierter Kompressor ist, der genau dafür da ist, das Signal vom Klippen abzuhalten und eben nur die lauten Sachen wieder leiser zu machen, die eigentlich über Null gehen würden. Und
genau. Aber man muss da auch echt vorsichtig sein. Man kann das Ding hart pushen, aber irgendwann hört sich es halt auch richtig dreckig an. Also einfach einen schlechten Mix nehmen und den hart in den Limiter reinfahren und sich dann, das klingt dann halt auch richtig, richtig dreckig. Also der Limiter macht eigentlich schlimme Sachen auch eigentlich immer wieder noch schlimmer. Man muss dann auch schon ein gutes Ausgangssignal haben, um das so weit pushen zu können. Eine weitere Möglichkeit, Kompressoren einzusetzen, ist Sidechaining. Wir haben bis jetzt nur darüber gesprochen, dass das Signal, was diese Übertragungsfunktion und diese Envelope-Follower ansteuert, auch das Signal ist, was ich komprimieren will. Aber das muss es ja nicht sein. Ich kann ja auch ein anderes Signal nehmen, um diese Ansteuerung zu fahren und dann ein zweites Signal damit komprimieren. Und wo wir dann ankommen, ist Sidechaining. Und ich glaube, dass, wenn ich das jetzt gerade so erklärt habe, ist das ein bisschen, weiß ich nicht, ob man das sich so gut vorstellen kann, aber wenn ich das demonstriere, wird das, glaube ich, ziemlich deutlich. Ich habe jetzt hier noch alles aus und habe hier eine Baseline und einen Kick. Das ist kein Meisterwerk, aber es reicht, um es zu demonstrieren. Es läuft jetzt beides gleichzeitig und das Problem ist so ein bisschen, die Baseline ist quasi im selben Frequenzbereich wie der Kick und die werden sich überlagern. Also man hört das so ein bisschen, dass manchmal schwingen die hoch, weil die Wellenform sich genau die Berge überlagern, dann wird es sehr laut. Aber der Kick ist auch nicht besonders definiert, weil das alles ist irgendwie so ein bisschen verschwommen. Und wenn ich jetzt einfach diesen Kompressor hier einschalten. Ich habe hier diese Sidechain dazu geschaltet und wähle jetzt diese diesen Kick aus als Eingangssignal. Dann nimmt er das jetzt als Eingangssignal, um das anzusteuern. Ich kann mal wieder auf die. So, der ist auch richtig hart eingestellt. Man sieht hier diese Übertragungsfunktion. Und nimmt den Kick, um den Bass leiser zu machen. Jetzt kann ich den Kick viel, viel besser hören. Was jetzt so ein bisschen das Problem ist, wenn man das einstellt, man muss sich halt gut Gedanken machen. Ich steuere jetzt so einen Envelope an und ich steuere den jetzt direkt hier vorne, wo der Kick anfängt, an, bis hier und dann kommt die Release-Zeit nochmal drauf. Wenn ich die Release-Zeit aber zu weit runternehme oder die Attack zu weit runternehme, dann ist die so schnell, dass die Wellenform an der Stelle von dem Bass auf einmal sehr schnell reingeschossen kommt, dann habe ich eine sehr, sehr steile Flanke und dann kriege ich einen Klick. Weil steilere Flanken der Wellenform heißt, ich habe höhere Frequenzanteile drin. Und was ich ganz gerne mache, was so ein Trick ist, den habe ich mir nicht selber ausgedacht, der ist mittlerweile relativ verbreitet. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, ob man das in Analogzeiten auch schon so gemacht hat. Ich habe hier einfach einen zweiten Track und ich habe hier so ein bisschen Rauschen. Ich weiß gar nicht, kann ich den gerade mal... Moment, muss ich das gerade hier umstellen? Master? Doch nicht. External In, No Input. Lass die Gruppe doch mit reinnehmen. Den aus. Ich weiß gar nicht, entweder... Okay, irgendwas funktioniert in diesem Mapping nicht. Manchmal hatte ich da auch schon mal Probleme mit Ableton, dass er das einfach nicht ganz übernommen hat. Aber was das ist, ich kann da auch einfach reinzoomen, dann sieht man das auch so ein bisschen. Das ist einfach Noise, das ist Rauschen. Und nur ganz, ganz kurz, also man sieht, das ist wirklich nur ganz am Anfang. Was man idealerweise haben will, ist eigentlich ein Dirac-Impuls, also ein Impuls, der unendlich klein ist, aber unendlich viel Energie hat. Das kriegt man aber leider nicht hin in der Realität. Deswegen nimmt man einfach ein sehr, sehr kurzes Signal. Und damit steuere ich jetzt meinen Kompressor an. Und was ich dann machen kann, ich kann halt hingehen und sagen, okay, hier fängt mein Envelope an zu feuern. Hier triggert der. Und jetzt gucke ich mir einfach mal an, wie lang ist denn die Zeit, wo der Kick noch, wo der noch da ist, wo der noch diesen Frequenzbereich in Anspruch nehmen will. Jetzt gucke ich mir diesen Bereich an, kann ablesen, okay, das sind 212 Millisekunden ungefähr. Jetzt gehe ich in diesen Sidechain-Kompressor rein. Ich habe das hier schon eingestellt, 217 Millisekunden. Und jetzt, wenn ich mir jetzt diesen Envelope da drüber lege, wenn ich mir das vorstelle, ich kann das auch gleich hier zeigen nochmal. Dann fängt jetzt hier dieser Attack an. Das heißt, er fängt hier an zu komprimieren.
das Signal geht weg, eigentlich würde er jetzt sofort aufhören, aber jetzt greift dieser Envelope und die Release-Zeit kommt langsam rein und geht so lange runter, bis der Kick vorbei ist. Und da habe ich ein sehr, sehr analytisches, sehr, sehr genaue Möglichkeit, dieses Sidechaining einzustellen. Und ich wähle jetzt nochmal diesen Sidechain-Bus aus. Den hört man nicht, der geht nur in diesen Kompressor rein, der geht gar nicht in den Mix raus. Und das ist schon wesentlich heftiger. Also man hört vielleicht, der Bass kommt nochmal viel stärker durch. Der Kick ist aber trotzdem noch da, weil das einfach weniger Zeit gibt, wo der Kompressor noch versucht, aus der Compression wieder rauszukommen. Sondern sobald der Kick weg ist, ist auch der Bass wieder da und es hört sich viel, viel natürlicher an. Und so ein Trick, was man auch noch häufig gerne anwendet, ist halt zu gucken, dass diese Release-Zeiten genau in der Time, also genau in dem Grid sind, also dass es irgendwie genau ein 16. oder ein Achtelnote ist, damit es einfach auch musikalisch klingt. Damit das schön rhythmisch kommt und nicht irgendwie ein Offset hat, der sich dann wieder fürs psychoakustisch irgendwie komisch anhört. So. Ja, was ich jetzt noch habe, ist so eine kleine Spezialität vielleicht. Das waren jetzt einfach nur Kompressoren, da kommt ein Signal rein, das muss jetzt vielleicht nicht das gleiche sein, was ich komprimieren will. Und die haben eine Kurve und das fahren die an und dann komprimieren die. Haben wir jetzt ein paar Mal gesehen. Es gibt noch Kompressoren, die nennen sich Multiband-Kompressoren, weil die eine Frequenzsplittung machen. Dann kann man die hohen Frequenzen, die mittleren Frequenzen und die tiefen Frequenzen getrennt voneinander anfahren. Und das Schöne ist, ich kann damit nochmal härter komprimieren, bevor es anfängt zu verzerren, weil wir haben ja gerade eben gesehen, je nachdem, diese Flanken von diesem Sinus, je nachdem, wie hoch die Frequenz ist, je schneller ist er, also je schneller bewegt sich auch diese Waveform. Und da kann ich dann nochmal, je nachdem, in welchem Frequenzband ich gerade bin, ganz andere Attacks und Releases fahren. Und das nochmal viel genauer abstimmen und nochmal detaillierter und analytischer eingreifen. Und ich kann auch richtig heftig eingreifen. Und was so die klassische Anwendungsweise dafür im Sounddesign ist, ist OTT, Over-the-Top Compression. Da komprimiert man das Signal super hart. Das würde man in einem Mix oder in einem Mastering niemals so machen. Das ist vollkommener Schwachsinn an der Stelle. Aber gerade in moderner elektronischer Musik, also irgendwie so in so gerade Neuro-Basslines, da hört man das sehr, sehr häufig, dass die Sachen sehr, sehr hart komprimiert wurden, dann nochmal in Distortion reingeworfen wurden, dann wieder Over-the-Top-Compression, dann EQ, dann wieder Over-the-Top-Compression, dass man so ganz, ganz lange Signal-Chains hat. Und das hört sich dann ungefähr so an. Ich habe hier so eine Bassline. Und mit Over-the-Top-Compression hört sich das so an. Also man sieht die Tiefen verschwinden. Also was man in dem Fall sowieso normalerweise macht im Sounddesign ist, man mixt nachher die Tiefen wieder raus und legt einen sauberen Sinus oder zumindest einen Sinus mit ein bisschen FM-Synthese drüber drunter, dass man da einen sauberen Sub hat. Aber man merkt, es ist ein super mächtiges Tool für so Soundshaping, um nochmal sehr, sehr detailliert einzugreifen. Man kann da sehr, sehr viele Details rausholen aus dem Sound. Ich kann es nochmal schnell anspielen mit dem Spektrum vielleicht. Und wenn ich das gut einstelle, dann klingt das auch ziemlich gut. Also da kann man sehr, sehr genau und detailliert Dinge tun. Ich nehme jetzt nochmal ein etwas saubereres Sample, nochmal so ein Sinus, um nochmal was zu demonstrieren. Und zwar, die Ansicht ist ja jetzt hier so ein bisschen anders als bei den anderen Kompressoren. Das ist jetzt vielleicht auch ein Ableton-typischer Kompressor, aber ich finde, der ist super, um genau das, was diese Multiband-Kompressoren machen können, zu demonstrieren. Man kann ja sehen, man hat hier so ein Grid, was man verschieben kann. Und was der macht, ist im Endeffekt, alles, was in diesem Bereich ist, wenn ich es nochmal anspiele, dann sehe ich hier diese Lautstärkebalken der einzelnen Frequenzbänder. Macht er, wenn ich das nach
in die eine Richtung verschiebe, das Grid, macht er die Sachen lauter, oder wenn ich sie in den anderen Sachen in die andere Richtung verschiebe, macht er sie leiser. Und das gleiche habe ich oben nochmal ab einem bestimmten Threshold. Und das nennt sich dann Up- oder Down-Compression. Das heißt, ich kann leise Sachen lauter machen, aber wenn sie über einen bestimmten Threshold kommen, kann ich sie auch wieder komprimieren und wieder leiser machen. Das ist halt super, super mächtig. Und natürlich kann ich diese Punkte auch weiter verschieben. Und ich habe für jedes Frequenzband einen Envelope, den ich einstellen kann. Ich habe eine Ratio, die ich einstellen kann, einen Threshold und genau das Ganze für den unteren Teil und für den oberen Teil. Und ich kann auch einzelne Frequenzbänder einfach muten. Also ich kann hier, jetzt habe ich nur noch den Sub quasi drin, nur noch ein Band, Solo, nur noch die Höhen. Nur die Mitten oder nur die Tiefen. Ja, also ein wahnsinnig mächtiges Tool. Merkt auch schon, das geht auch schon ein bisschen weiter. Wir müssen auf einmal drei Kompressoren, die man einstellen muss. Man kann nochmal viel genauer eingreifen. Das Ding hat auch einen Sidechaining-Input. Das wird dann irgendwann auch ein bisschen komplexer, genau. Und zum Abschluss, ich weiß gar nicht, wie ich in der Zeit liege. Ich glaube, ich bin eine halbe Stunde, ich bin echt gut durchgekommen hier. Das heißt, wir haben gleich noch ein bisschen Zeit für Fragen, ein bisschen Diskussion. So, mein letzter Punkt ist, ich wollte das nochmal zeigen. Ich habe hier einen Track von mir genommen, einfach damit wir keine Probleme mit der GEMA oder so kriegen. Und was ich so im Live-Set, also wenn ich live spiele, habe ich immer eine Mastering-Chain mitlaufen, einfach aus dem Grund, was ich am Anfang schon gesagt hatte, dass die Tracks kommen verschiedenen Buden von verschiedenen Künstlern, von verschiedenen Mastering-Ingenieuren, und ich will das alles nochmal also wirklich nur ganz klein bisschen eingreifen, aber dass es ein bisschen zusammenkommt, ein bisschen harmonischer, ein bisschen einheitlicher klingt halt. Und was ich dafür benutze, ist nochmal Parallel Compression, oder manchmal nennt man das auch New York Compression. Das ist im Endeffekt, hat man eben vielleicht schon gesehen, die einen oder anderen, die irgendwie Adlerauge aufgepasst haben, es gibt hier so einen Dry-Wet-Knob. Das heißt, ich kann steuern, wie viel von dem komprimierten Signal ich haben möchte und wie viel Prozent von dem Ursprungssignal ich haben möchte. Und das ist Parallelkompression. Das heißt, ich mixe einfach das komprimierte Signal dazu, beziehungsweise in dem Fall kann ich das überblenden. Ich kann sagen, wie viel Prozent will ich von dem einen haben, wie viel Prozent von dem anderen. Bei New York Compression komprimiert man sehr hart und mixt das dann nochmal dazu. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, was dann passiert. Man hat, wenn man schöne laute Transienten hat, hat man die Transienten noch, aber wenn man dann sehr stark komprimiertes Signal dazu mixt, wird halt von unten nochmal alles angehoben, und es ist eine sehr einfache Methode, einen wohlklingenden, lauten Sound hinzukriegen, wo aber immer noch die Transienten erhalten bleiben. Und ich lasse das vielleicht einfach mal laufen und zeige das kurz. So, ihr seht, hier laufen zwei Kompressoren mit. Könnt ihr mich hören, oder soll ich mich ein bisschen leiser machen? Nee, ist okay. Gut. Das eine ist hier so ein OTT-Kompressor. Das ist auch fast das Preset, was Ableton für Over-the-Top-Compression mitliefert. Ich habe da nur noch mal ein bisschen kleinere Details eingestellt, aber nicht viel. Also das ist fast genau das. Aber ihr merkt schon, das klingt gar nicht so schlimm wie eben diese Bassline, die wir hart komprimiert haben. Aber das liegt auch daran, dass ich da nur 15% reinmixe. Ich kann das mal aufdrehen. Und jetzt ist auf einmal der Bass raus und es klingt gleich viel schlimmer. Genau, 15%. Und ohne. Also man hört, was das macht. Es bringt so ein bisschen Klarheit rein. Es bringt ein bisschen die Höhen raus, einfach dadurch, dass es ein sehr, sehr stark komprimiertes Signal nochmal dazu mixt. Und das gleiche macht dieser Modeling-Kompressor, dieser Glue-Kompressor, macht das hier auch nochmal.
Ich überspringe mal gerade das Bild ab. Ja, der ist im Endeffekt auch ohne, mit. Man hört gar nicht so einen starken Unterschied, weil der soll auch gar nicht so hart in das Signal eingreifen, der soll einfach nur alles so ein bisschen psychoakustisch ganz dezent zusammenführen. Wenn ich den mal ein bisschen aufdrehe, dann ein bisschen mehr dazu mixe, dann hört man das auch eher. So, der kümmert sich so ein bisschen um die Tiefen und der zerrt halt auch das Signal nochmal so ganz minimal an, macht das Ganze ein bisschen wärmer und bringt das alles ein bisschen zusammen, dadurch, dass im Prinzip alles nochmal durch denselben Bus gefahren wird. Wieder auf 10% zurück. Und vielleicht einmal komplett aus. Ja, das war eigentlich alles, was ich über Kompressoren vorbereitet habe. Ja, also wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wenn ihr wollt, können wir gerne noch eine Fragesession machen. Ihr könnt gerne, wenn ihr irgendwas fragen wollt. Gibt es überhaupt Fragen? Ja, moin. Das war ein sehr interessanter Vortrag. Wäre es vielleicht möglich, um das Ganze noch ein bisschen mit Greifbarkeit zu unterfüttern, dass du heute Abend beim ESC die Kompressoreinstellung der einzelnen Künstler kommentierst? Ja. Oh Gott, ich glaube, ich bin nicht der richtige Mensch, um das Sound Engineering zu beurteilen und zu kritisieren, weil ich da selber nicht besonders gut drin bin. Ich komme mehr so aus der Sounddesign-Ecke und Synthesizer und ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Da setze ich mich in ein Nest, in dem ich nicht setzen möchte. Ja. Also man kann schon darüber herziehen, wenn andere Leute irgendwie Scheiße bauen, aber dann sollte man über das Thema vielleicht auch selber etwas Ahnung haben. Deswegen lasse ich das lieber. Ja, und das war natürlich jetzt auch nur eine ganz grobe Einführung. Also ich habe irgendwie jetzt versucht, mit ein paar Beispielen das Ganze so ein bisschen zu erklären, wie Kompressoren eigentlich zu funktionieren. Man könnte jetzt eine ganze Reihe noch darüber machen, welche Typen von Kompressoren man einsetzt, welche Schaltkreise da verwendet werden, wie man die richtig einstellt, so ein bisschen, da gehört auch Gehörtraining eigentlich dazu, dass man halt das überhaupt raushört, damit man weiß, worauf man achten muss. Und ja, aber dafür bin ich, glaube ich, völlig unqualifiziert. Aber ich hoffe, mein Deck klingelt, super. Wer ruft mich in meinem Talk an? Moment. Entschuldigung. Das ist total super, ich kann nicht auflegen. Ja, genau, rangehen und jetzt Strom schalten. Entschuldigung. Genau, die Lounge hat angerufen. Ich glaube, das war wichtig. Also, tut mir leid. Ja, genau. Also vielleicht konnte ich dem einen oder anderen jetzt so ein bisschen näher bringen, was eigentlich ein Kompressor macht, ein paar Fragen klären. Und ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ihr hattet eine angenehme Bassmassage. Vielen Dank. Dankeschön.